Private takes by an amateur during World War II. We found six amateur filmmakers, soldiers of the German Wehrmacht. They filmed their departure and the invasion of the Soviet Union. They survived the war and kept their film documents. Ja, dann glaube ich, dass hier im Schrank noch wenigstens das 8 mm Modell von dieser Siemens ist. Dann mal gucken. Also die 16er hatte ich. Ja. Ja, das ist ja, da haben wir sie ja. Da haben wir sie ja. Das ist also nun ein tolles Ding. Mal sehen. Ach, das Ding geht ja sogar noch. Das ist die 8 mm Kamera Ausführung der 16 mm, die ich mit hatte. Na, und schauen Sie sich das Ding mal an, nicht wahr? Ganz schön schwer. Mit meinen Eltern gab es keine Diskussion, es gab auch für sie keine Probleme. Sie hatten es mir geschenkt, dieses Objekt, diese Kamera, und sie waren der Meinung, dass ich sie bewegen sollte, mitnehmen sollte, und außerdem waren sie ja neugierig. Die wollten ja auch gern wissen, was der Junge da wohl so treibt in einem Großlager. Und ich habe sie ihnen ja hinten vorgeführt. Da war ich 14. Ja, 14 Jahre. Die Kamera hatte etwa das Format eines dickeren Taschenbuchs. Ich habe sie immer beigehabt, aber ich konnte nicht immer das filmen, was ich gerne wollte. Und ich habe dann nur die Gelegenheiten, die ich damals für interessant hielt, aufgenommen. Meine Eltern waren der Meinung, dass alles, was für ihren Sohn gut ist, auch geschehen sollte. Und in dieser Zeit war es eben gut, in einer Hitlerjugend drin zu sein und nicht draußen zu stehen als Außenseiter. Und es gab eigentlich alles unter einem gewissen Reglement. Man lief nicht einfach so darum, nutzlos und sinnlos, man marschierte. Ach, den Gruß musste man auch als Zivilist lernen, schon wenn ein SA-Trupp vorüberzog in der Straße und man stand an der am Straßenrand. Erinnere ich mich, dass ich, kann ich 11, 12 gewesen sein, am Straßenrand stand und es kam ein SA-Trupp vorbei und ich guckte mir den so neugierig an und dachte, aha, Donnerwetter, die singen da und so. Da kam einer aus dem Trupp dann raus und hat mich angeschnauzt, warum hebst du nicht die Hand? Kannst du nicht den Führer groß machen, wenn der an der Truppe vorbei marschiert? Und da hat er mir gesagt, wie man die Hand hochnehmen muss und so und mich dahingestellt.
Das, was ich gesehen habe, es wurde sehr viel fotografiert, aber gefilmt wurde wenig. Und schon deshalb wenig, weil wahrscheinlich die meisten also nur über wenig Filmmaterial verfügten. Und da hatte ich ja jedenfalls für mich vorgesorgt. Das heißt also, ich hatte eben so viel Quellen und im Anfang wurde ja das auch alles noch gemacht. Es gab ja noch Kodachrom-Farbfilm und meine Kodachrom-Farbfilme, die ich also, die letzten habe ich im Jahr 42 entwickeln lassen und die haben sich also vor allem in der Farbe sehr gut gehalten und die sind ganz prima geworden. Und da habe ich also bei der Kamera keinerlei Schwierigkeiten gehabt. Die ist nicht mal gereinigt worden. Das hat ihr also überhaupt nichts ausgemacht. Gar nichts. Die hat funktioniert bis zum Kriegsende. Selbst bei grimmiger Kälte damals vor Moskau, 50 Grad minus, lief diese Kassetten einwandfrei. Das Federwerk ist ganz exzellent gewesen und hat also den Film prima durchgezogen. Das habe ich aber nur wenige Salatsachen gehabt, wo sich der Film also verheddert hat. Und das musste ich dann eben beheben. Aber jedenfalls kann man sie in einer weiten Hosentasche verstauen. So wie ich das in der heute modernen nicht mehr. Aber damals jedenfalls konnte man das in die Außentasche des Waffenrocks hineintun, sodass er immer bei mir war. Und da war sie gut aufgehoben. Ja? Reichsarbeitsdienst, exerzieren. Anstelle des Gewehrs hatte man einen Spaten und die Griffe waren genau dasselbe. Naja, und man musste eben marschieren können, links um rechts umhalten und so weiter, robben und so weiter. Also praktisch das, was man eigentlich sonst in der Wehrmacht gelernt hatte, lernte man schon etwas vorneweg, damit es dann vielleicht, sagen wir mal, leichter ging. Und Sie sehen hier, wie man aus der Türe herauskommt. Man musste vor der Türe erstmal halten und stramm stehen. Sie haben uns gescheucht, Sie haben uns schikaniert, laufen lassen und hinlegen lassen. Wir wurden dort ganz bewusst gejagt und geschunden und das ist uns damals nicht zu Bewusstsein gekommen. Dass wir kirre gemacht werden sollten, dass wir willenlos gemacht werden sollten, um besser Befehlen gehorchen zu können, die uns gegeben werden, blindlings gehorchen, ohne zu fragen, ist es richtig, ist es nicht richtig. Das ist eine ganz normale Ausbildung in Gemeinschaft natürlich. Nicht? Und natürlich, wenn jemand, sagen wir mal, sich was zu Schulden kommen ließ, und natürlich, ja klar, dann gab es eben was, nicht? Hier ist Abendappell, hier wird peinlich darauf geachtet, dass also auch die Fingernägel gut sauber waren und der Haarschnitt in Ordnung und so weiter und so fort. Eigentlich dort ist es mir erst aufgegangen, dass diese Art von Drill fast gelegentlich auch menschenverachtender Drill war, um den Stolz zu brechen. Und die Leute, die jungen Leute noch dazu, die man jetzt braucht als Soldaten, um die möglichst gefügig zu machen, damit sie tun, auch im Schlaf, was ihnen fohlen wird später. Jetzt dürfen Sie eines nicht vergessen. Ich bin heute 66, ich war damals 17 oder 18, ich war ein anderer Mensch.
Und ich habe nicht damals diese Kraft besessen. Aber ich kam in eine Mühle hinein, bei der es keinen Ausweg gab. Für keinen. Was hätte ich tun sollen damals? Ich hätte was sollte ich wirklich als Ausweg tun in dieser Zeit? Es war eine Verpflichtung, den Dienst zu machen. Wenn einem das nicht passt, wurde man bestraft, das wollte ich nicht gerne, da kriegte man Karzer wohl auch, da musste man Dienstvergehen auf sich nehmen. Oder man wurde, wenn man ein Schwächling war, sehr schlecht behandelt mitunter, auch wieder verhöhnt, und das wollte ich auch nicht. Also ich wollte versuchen, in der Mitte zu bleiben. Man kann das als Mitläufer bezeichnen. Wenn man allerdings heute sagt, das ganze deutsche Volk oder die Mehrheit waren Mitläufer, dann würde ich eher sagen, sie waren Mittäter. Als Soldat war ich Mittäter. Das Gefühl, dass der Soldat missbraucht wurde, haben wir nie gehabt. Wir haben das Gefühl gehabt, als deutsche Soldaten der Heimat zu dienen und unsere Heimat zu verteidigen, gleich wo, an welchem Ort, an welcher Stelle. Niemand wollte einen Einsatz, niemand wollte einen Feldzug, weil wir das gewusst haben von den Schilderungen der Eltern und vom Ersten Weltkrieg. Und die Eltern haben immer gesagt, also wenn es wieder mal zu sowas kommen sollte, dann ist das für uns eine tödliche Angelegenheit. Und eines Tages hieß es eben hier, du musst marschieren und sich dagegen stellen. Ja, das geht nicht. Wir haben schon nicht verstanden den Russlandfeldzug. Von Anfang an, den hat niemand verstanden von uns. Aber es war ein Befehl und ich habe einen Befehl auszuführen. Und zwar nach meinem besten Können habe ich das durch. Ich bin ein Instrument als Soldat. Und als dieses Instrument, als Werkzeug des Staates, habe ich meine Pflicht zu erfüllen. Natürlich war ein mulmig, klar. Das ist ja ganz klarer Fall. Und als der Befehl kam, 3.30 Uhr oder 3.15 Uhr geht das los, natürlich, da hat man natürlich gewisse Gefühle. Nun mal hatte er immer vielleicht ein gewisses Magengefühle oder so und Angstgefühle oder so weiter, nicht? Aber man kann ja nichts machen und das ist ja das, der Grund auch, weshalb ich, wollen wir sagen, keine Befehle geben wollte und lieber befohlen wurde, nicht? Wir haben uns immer überlegt, wohin kommen wir, warum haben wir dieses Gerät und warum haben wir diese Panhard-Spähwagen mit den großen Rädern. Und da wurde immer gerätselt, kommen wir in die Türkei, geht es nach Persien oder geht es nach Afrika. Wir kannten unser Ziel, als es losging, nicht. Aber als es natürlich nach dem Osten ging, als es für Berlin erreichten und durchfuhren, da wurde natürlich uns allmählich klar, wohin es ging. Und am nächsten Tag waren wir dann Richtung Ostpreußen, nicht? Hier sieht man,
die Freude, die Junge, die Stimmung. Jetzt geht's woanders hin. Vielleicht da was mehr los. Oder es war eben die Freude, die man immer hat, wenn man eine Reise tut. Jetzt, das ist die Einfahrt von Warschau mit der Straßenbahn. Und das nochmals ein Rundgang mit den von damals, von 39 zerstörten Gebäuden. Und jetzt sind wir auf ein schon ziemlich zerbombtes, also unten gesperrtes Hochhaus reingeklettert. Und dann haben wir von oben die Übersicht gefilmt. Es interessierte mich alles, wie das da aussieht. Und so wie sie eben auch sonstiges fotografieren, Bäume oder Landschaften oder sonst was, so habe ich eben das auch gemacht. Aber Sie sehen das heute aus anderer Sicht. Jedenfalls damals haben wir das, na, sagen wir mal, es war irgendwie auch interessant für uns. Das kann man nicht nur, sagen wir mal, mit moralischen Maßstäben messen, wie man das heute teilweise tut. Bei Filmaufnahmen geht es mir, wenn ich die nach vielen Jahren sehe, auf einmal wieder so, dass auf einmal auch die Namen der betreffenden Personen sofort wieder im Gedächtnis sind. Also wie zum Beispiel den Ausbildungslehrgangsleiter, ein Leutnant Wolperding oder ein Unteroffizier Klante. Und da kommt einem das auf einmal alles wieder. Oder Hauptfeldwebel und so weiter und so fort. Man ist gleich wieder eigentlich drin. In der damaligen Zeit ist man eigentlich gleich wieder drin. Nicht? Was fehlt, ist ja nur der Ton von damals. Wir wussten überhaupt nicht, wohin es geht und sahen dann nur irgendwo an einem Bahnhofsschild, also dass das ein polnischer Ortschaft war. Und in der Nacht also noch abtransportiert in vorbereitete Unterkünfte, nämlich funkelnagelneue 100-Mann-Baracken. Und wir nur noch ganz spät in der Nacht von unserem Bildstellenoffizier in diese Räume gebeten wurden, Kameraden unter sich, eben auch dieser sehr nette Bildstellenoffizier, und der uns dann sagte, also Jungs, ich darf es euch nicht sagen, aber um 4 Uhr geht es los. Und da also lähmendes Entsetzen und was passiert, was wird kommen, nicht wahr? Bis dann also es Tag wurde und dann also man langsam wusste, aha, der Angriff und das Eindringen nach Russland. Und was für
Gefühle waren das. Es war ein heißer Frühsommertag und ich ahnte nichts. Wir gingen da über eine Wiese und bekamen auch Zunder. Wir bekamen Artilleriebeschuss. Das war zugleich meine Feuertaufe. Ein ganz komisches Gefühl, wenn man hier gehen soll und neben dort da. Das Geräusch ist sehr unnachahmlich und das Gefühl, dass man gleich durchsiebt sein könnte. Aber man übersteht's, ich bin nicht allein gewesen, mein Kommandeur war bei mir und da musste man schon den strammen Mann markieren und sich nicht einfach hinlegen, was natürlich das Bequemste gewesen wäre. Und da lag ein deutscher Soldat. Die Hand nach oben gereckt. Der Ehering blitzte in der Sonne und der Kopf auf, ein bisschen aufgedunsen, rötlich, voll mit Fliegen am Mund und an den Lippen. Das war der erste Tote überhaupt in meinem Leben, den ich gesehen habe. So also begann es und schon Stunden später kam dann die große Lähmung, dass also bekannt wurde, es sind so und so viele Maschinen, kommen nicht zurück, sind nicht zurückgekommen, hat gewartet. Und das war ja nun ein Entsetzen, denn es sind ja nun Kameraden, es sind Freunde, es sind Menschen weggeblieben mit unbekanntem Schicksal, mit denen man noch am Tage und ganze Monate zusammengelebt hat. Ich weiß, wenn ich Soldat bin, wenn ich im Einsatz bin, dass andere fallen, dass ich falle, dass es mich jeden Moment genauso erwischen kann. Das Töten, das Wort Töten, das ist bei uns nie gefallen. Das war nicht existent, das war kein Thema für uns. Immer wenn Angriff war, also wenn der Russe angegriffen hat oder auch wenn wir angegriffen haben, das war immer ein Gefühl der größten Unruhe und Angst. Ich weiß nicht, wie ich die nächsten Minuten durchbringe und überstehe. Und ich habe es mal erlebt, wir wurden stark bedrängt von russischen Jagdbombern, die unsere Feuerstellung ausgemacht hatten und beschossen. Das hat uns so gereizt, dass wir gesagt haben, da müssen wir was tun. Flak haben wir keine da. Wir nehmen unsere Karabiner, ein Unikum, das Artilleristen, ein Flugzeug mit Gewehren abschießen. Und sofort einen Jubelschuss dann. Das war die Freude drüber, dass wir diesen Bösewicht, der uns jetzt dauernd hier beschossen hat, und man konnte ja nicht mal auf die Latrine gehen, also es war schlimm. Ja?
Und man konnte nicht dauernd im Loch sitzen, weil diese Hornissen dauernd einen beschossen haben. Das ist ja kein Honiglecken. Und da gelang es uns durch Salvenfeuer, alle Gewehre zielen dahin, irgendwas wird schon treffen. Ja? Und das explodiert und die Trümmer, dann sind wir hingesaust, da haben wir geschaut, was da los ist. Und hier ist der Pilot, schwarz-blauen Pullover, war noch ein bisschen da. Ich habe mir das angeschaut, die Situation dort. Und nur voll Freude, dass wir es geschafft haben, diese Hornisse zu vernichten. Ja nun, das ist für uns etwas, was uns ständig gestochen hat. Und der hätte ja 5 Mann umbringen können bei uns. Man muss bei all dieser Sache sagen, es ist ja Blut ja ernst gewesen und ist ja um Tod und Leben gegangen, ist ja um jeden Meter Boden gegangen und jetzt ein abstürzender Bomber, das war ein Russe, meiner Ansicht nach jedenfalls. Jetzt habe ich gleich das Objektiv gewechselt, etwas näher herangeholt und jetzt ganz nah. Man weiß ja manchmal nicht, wie es ausgeht, aber jedenfalls, manchmal ist natürlich auch, sagen wir mal, was man gefilmt hat oder so, ist nicht das geworden, was man sich gedacht hat, weil man ja eben doch nicht weiß, wie geht das zu Ende. Oder manchmal macht man sich also große Vorwürfe, dass man nicht gefilmt hat, weil es ist, und hinterher ist es so schön geworden. Ich wollte diesen Beruf ja eigentlich gar nicht. Ich wollte Bildberichter werden und bin meinem Vater ausgebüxt und habe eine Lehrstelle mir verschafft in Hamburg, um das Fotografenhandwerk zu erlernen. Aber mein Vater sagte, du bist nicht mündig, das kommt gar nicht in Frage, so eine brotlose Kunst lernst du mir nicht. Und da musste ich Kaufmann werden. Ja, dass die Kirche von Vitebsk, das war echt nachts um 12. Das war ganz dramatisch. Wir wollten durch Vitebsk durchfahren. Und plötzlich, da waren wir vom Feuer umzingelt. Links und rechts vor uns, alles brannte. Und da haben wir sofort kehrt gemacht, um wieder zurückzufahren aus Vitebsk. Wir hätten nicht geglaubt, dass wir aus dieser brennenden Stadt noch heiler rauskommen würden. Ich dachte, die Lastwagen, die fliegen doch in die Luft, weil es so heiß war. Aber wir haben Glück gehabt und haben dann Vitebsk vom Westen her angegriffen, während der Russe angenommen hatte, dass wir vom Süden angreifen würden. Und dadurch ist dann Vitebsk im Sturm genommen worden. Ich war ja froh, dass ich nun jetzt im Krieg den Beruf hatte, den ich im Frieden haben wollte. Und so habe ich mich dann bemüht, im Krieg, neben meinen vielen Aufgaben, die ich hatte, das, was ich links und rechts von mir sah, dokumentarisch festzuhalten. Denn ich hatte mir schon als Junge vorgestellt, wenn mal Krieg sein würde, dann würde ich aber das Echte aufnehmen, wie es
wie es vorne in der ersten Graben zugeht. Denn ich war ständig unbefriedigt von den Soldaten des Ersten Weltkriegs, die mir nie die Fragen, wie es dann wirklich im Krieg zugegangen war, beantworten konnten. Und das wollte ich für die lebende Generation so festhalten, dass man das versteht, was es heißt, Soldat zu sein und vorne im ersten Graben zu liegen. Aber ich meine, das Film hat einem oft einen Schutz gegeben, ja. Wenn Sie sich mit einer Aufgabe so stark identifizieren, dass Sie nur das im Sinn haben und alles andere ausschalten, dann ist Ihnen das ziemlich gleichgültig, was um Sie herum passiert. Das ist hier aus dem seitlichen Fenster aufgenommen. Das ist das Grab unseres Spätruppfahrers, also von meinem Wagen. Ich hatte den Wagen kurz vorher als Funker verlassen, kriegt einen Volltreffer. Und die Besatzung war tot. Da kann man sich natürlich fragen, ob das Umsteigen manchmal auch gut ist, nicht? Und so ist das eben, passiert das eben öfters. Das heißt, es ist reiner Zufall, ob man getroffen wird oder nicht. Das empfindet man eben dann natürlich als sehr tragisch, aber mehr können Sie ja nicht sagen dazu. Das könnte Sie ja genauso treffen. Oder jedenfalls, das ist eben der Krieg. Sie können ja von einer Einheit nicht verlangen, dass sie deshalb, sagen wir mal, einen Tag da Ruhepause macht, um das Grab zu pflegen oder sich dessen zu entsinnen und so weiter. Dazu sind ja viel zu viel. Dann wäre ja die deutsche Wehrmacht überhaupt nicht weitergekommen. Die russische Bevölkerung, die war nicht geflohen, sondern die lebten in Erdbunkern. Das haben wir erst viel später gemerkt. An dem Platz, an dem wir als Truppe lagen, wurden wir von Granatwerfern immer haargenau beschossen, hatten sehr hohe Verluste. Und da haben wir uns gesagt, da müssen ja irgendwelche Russen in der Nähe sein. Sonst kann das gar nicht angehen, dass wir so zielgenau beschossen werden. Und da haben wir doch viel Bevölkerung in den Erdbunkern gefunden. Und was passierte dann mit denen, wenn Sie die gefunden haben? Wie ging das vor sich? Ja, die wurden hergeholt, verhört. Dann hörte ich dann... Wohin denn geholt? Ja, zum Bataillonskommandeur oder Regimentskommandeur oder Divisionskommandeur. Und dann hörte ich nachher Schüsse fallen, dann wusste ich, die waren wieder erschossen worden. Haben Sie es nur gehört oder auch gesehen? Auch gesehen. Haben Sie da selber mitgemacht? Muss ich darauf antworten? Ersparen Sie mir die Antwort. Ich habe keine Erschießung gesehen. Ich habe es nur gehört und sich von anderen erfahren, die dabei waren. Und das war ja kein Geheimnis mehr.
dass sie umgekommen sind und massenhaft auch umgebracht worden sind durch Arbeit oder durch andere Methoden. Das war uns schon klar, dass die keineswegs neue Siedlungsgebiete bekommen haben, sondern systematisch dezimiert wurden. Damals hofften alle, dass man also vor Anbruch des Winters das Ziel erreichen würde. Und das Ziel war ja, das war allen ungefähr bekannt, Moskau. Und das hofften eigentlich alle. Die Russen ließen sich ja teilweise überrollen. Die Russen huben Löcher aus, in denen versteckten sie sich, beziehungsweise waren drin, hatten da ihre Waffen drin. Und wenn dann ein Panzer ankam, dann versuchten sie diesen von unten, sagen wir mal, zu killen oder zu knacken, wenn der drüber fuhr. Oder ließen sich überrollen von der deutschen motorisierten Einheit und waren dann auf einmal im Rücken. Dann krochen sie aus den Schützenlöchern wieder heraus und waren da. Und deshalb wurde eben, wenn man also sowas sah, wurden diese Schützenpanzerlöcher Schützenlöcher wurden praktisch eben auch, sagen wir mal, vorsichtshalber eben dadurch unschädig gemacht, indem man da eine Handgranate beziehungsweise ja, eine Handgranate hineinfallen ließ und die explodierte und damit war ja die Sache erledigt. Das belastet mich nicht in der Hinsicht. Das kann einen nicht belasten. Man kann nur froh sein, dass man, und man muss Gott danken, dass man also darüber, sagen wir mal, weggekommen ist. Und dass man das also durchgestanden hat. Also das ganze Kriegsgeschehen, die ganzen Jahre. Jetzt ist mittlerweile Winter geworden, Nachschub aus der Heimat gekommen. Hier Nachschub in Form von jungen hier Leuten. Die Farben sind unwirklich schön. Und ich hatte auch Farbfilm gerade da. Das sind Farben, die Sie sonst nicht sehen. Unwirklich schön die Farben bei 55 Grad Kälte. Und hier sehen wir vorne die deutsche vorderste Linie. Und da hinten der weiße Ball, da ist die russische vorderste Linie. Ich bin auf eine Tanne gekrabbelt, um dieses beobachten zu können und hatte das Glück, dass da unten gerade Alarm war. Es gab ja auch mal eine stille Zeit, so ein, zwei Stunden, wo Feind und Freund nicht schossen. Und dann wäre es ja für mich langweilig gewesen. Ich musste ja ein bisschen Action haben, wenn ich schon auf den Baum steige.
Die ist zu verschiedenen Zeitpunkten aufgenommen. Da, jetzt sehen wir, da ist den russischen Panzer. Die hatten wir am Tag vor dem mit unseren Panzergeschützen, als die den Vorstoß machten, abgeschossen. Aber wir vermuteten, dass da der russische Artilleriebeobachter drin war, der so gezielt auf unsere Stellung schoss. Der Panzer fliegt in die Luft, man sieht den jungen Russen, das ist der Panzerfahrer, 17 Jahre jung. Und die Nachtaufnahme, wie denn weitere Panzer nachts in die Luft fliegen und dann kommt Weihnachten, das glaube ich kommt jetzt. Über 100 Einzelteile da drin. Wenn man die Steckenpferd bewegt, dann dreht sich die Puppe, der Kreisel, und die dänischen Soldaten marschieren um die Burg. Das ist die Schatztruhe, die ist bei Jung und Alt beliebt. Insbesondere kaufen das Erwachsene für ihre Kinder, aber die Erwachsenen haben mehr Spaß an der Spieluhr als die Kinder. Und so wird es abgestellt. Zugfahren während des Krieges, das ist ein wunderschönes Thema. Und je länger der Krieg dauerte, desto mehr musste ich damit rechnen, dass der Zug überhaupt nicht fahren konnte, weil die Schienen gesprengt waren. Aber die wesentlichen Verbindungen an die Ostfront, die waren immer freigehalten, normalerweise. Bei den seltenen Urlauben in Berlin, bei der Abfahrt, war der Zug so voll Soldaten, voller Lanzer, mit Tornister, schwer bepackt und frisch gewaschener Wäsche und jetzt frisch entlaust und jetzt wieder an die Front zurück mit Abschiedsschmerz und allem drum und dran, voll bepackt und eng in den Abteilen drin, dass man sich kaum rühren konnte. Trotzdem war Stimmung da, der eine hat auf der Mundharmonika geblasen, der andere hat die Ziehharmonika dabei gehabt. Stimmung war immer da und Witze wurden gerissen. Und die Fahrt dauerte 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage. Bis zum Osten. Je weiter der Zug nach Osten kam, desto mehr Platz gab es in dem Zug. In den ehemals deutschen Ostgebieten war der Zug schon halb leer. Und wenn man dann langsam zur Endstation kam, das war finsterste Etappe natürlich, das war 40 Kilometer hinter der Front, dann war dort niemand mehr im Abteil. Und dann stieg man aus, Mutterseelen allein. Wer führt hier eigentlich Krieg? Und dann wurde man eben abgeholt, dann erfuhr man, wie es zu Hause aussah. Zu Hause war die Front.
Ich erfuhr, als der Hinfahrende, wie es jetzt zu Hause aussah. Nicht, wie es in der Heimat aussah, das habe ich denen erzählt dann auch. Ja, aber was los ist, wie, wer ist gefallen, wer lebt noch? Wer lebt noch, natürlich haben die meisten gelebt, das ist falsch ausgedrückt. Aber was ist alles passiert, wie verhält sich der Russe und dergleichen Einzelheiten mehr. Und dann war man eigentlich, so kurios das klingt, man war froh, wieder in seiner alten Feuerstellung, in den alten Löchern zu sein. Und da wusste ich, hier erzählt mir keiner Märchen, hier weiß ich, wie es tatsächlich aussieht und hier kann ich es miterleben alles. Das ist ein Gefühl wie ein Hase an der Front. Da spüre ich das. Hier ist es richtig, hier ist es falsch. Man riecht die Erde, man hat ein ganz anderes Gefühl für das Leben. Ich habe heute noch, ich weiß, wie auf der Krim die Erde riecht. Das würde ich sofort erkennen, wenn man mir eine Erdprobe geben würde. So intensiv ist dieses Gefühl und das spürt man. Es ist für mich ja erstaunlich, wie mir dann Begleitumstände noch wieder erinnerlich werden und beinahe rieche ich doch diesen dampfenden Ofen und Atmosphäre und es wird Erinnerung lebendig. Und das Wir haben doch tageweise, war überhaupt, ist ja kein Schuss gefallen manchmal. Da hat man Karten gespielt und hat Bunker ausgebaut und hat Tische gezimmert und gesägt und Beete angelegt. Radieschensamen haben wir leider keinen bekommen, sonst hätten wir uns dann auch Radieschen angepflanzt. Ah, da bin ich ja selbst noch. Ach, du liebe Zeit. Sehr kritisch, mein Freund. Mit Schnauzer, ja. Wusste ich gar nicht. Militärischer Herrschnitt, doch, sehe ich, ja. Ja. Na, Mutter mal an der linken Halbzeit. Das ist verschwunden. Das hatte ich da mal. Ja. Ja, das siehst du. Ja, sag ich, die Scheibe der Kamera. Na ja, also, das ist mir auch noch geblieben. Aber Sie sahen, der Schnitt war ja da ganz schön hier rum. Ja, der Stalle musste ja drauf passen. Denn wir konnten ja nicht mit großer Lockenpracht, um Sie sehen, runter mit dem Zeug. Also nie ganz kahlköpfig, nicht wahr? Aber es wurde schon auch für den Schnitt gesorgt, dass der Stalle passt. Schauen Sie sich die Männer an, schauen Sie sich diese Besatzung an. Gut, mal dann die Besatzung, schauen Sie sich die ganzen Leute an. Nicht mehr da, 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 nicht mehr da. Eine einzige Verlustliste.
Aber das sind, Ahnung, diese ganzen Jungen, sie waren alle blutjung. 20, 22, 24 Jahre. Ich habe meine Eltern eigentlich, soweit sich das machen ließ, also soweit wir nicht gerade in Front oder waren oder im Einsatz waren, habe ich dann schon regelmäßig geschrieben und ich hatte noch ein, zwei Freundinnen oder aus der Schulzeit, ich glaube es waren sogar drei, vier, an die habe ich auch noch geschrieben. Als meine Eltern von mir erfuhren, dass ich im Lazarett war, haben sie alle sofort in die Wege geleitet, um den Jungen besuchen zu können. Und sie kamen nach Deutschkrone und besuchten mich dann. Es war ein unerhörtes Ereignis, den Sohn, den sie verloren glaubten, weit in Russland, plötzlich in der Nähe wiederzusehen. Und sie wussten ja nicht, ich kam ja nochmal an die Front. Und ich habe mich auch sehr komisch gefühlt. Aber die anderen haben dann gesagt, Donnerwetter, prima, da haben sie dir was mitgebracht, anständig, pack mal aus. Das war sicher der Einzelfall. Mir war es ein wenig peinlich, doch schon, ja, das war mir nicht so. Wenn man mit Kumpels zusammen ist, mit denen man vorher eventuell Strapazen und eventuell auch so kurz an der Möglichkeit eines schnellen Todes vorbeigesprungen ist, dann ist man mit denen zusammen besser aufgehoben. Da sind Eltern oder auch Bräute eigentlich nur Störenfriede. Und natürlich die übliche Geste. Nochmal umdrehen und sich zeigen. Diese Fotografierhaltung. Und Muttern ans Kinn fassen, den lieben Sohn. Der Abschied war natürlich wie für jede Mutter herzzerreißend. Das ist ganz klar. Für mich, ich hatte nur das Gefühl, wie kann ich sie trösten? Über den Abschied wieder und nun wieder in die Ungewissheit zurückzukehren. Was wird dieser Krieg, denn, bei dem kein Ende abzusehen ist? Bei dem wir wohl schwerlich gewinnen können, denn Russland ist ja so groß, sagte sie mir damals. Wie wollt ihr denn, wo wollt ihr bis Sibirien? Nach Sibirien marschieren, das ist doch so weit. Das waren unsere Straßen und da muss ich sagen, wenn mehr, sagen wir mal, zur Verfügung gestanden hätte an Material, dann wäre meiner Ansicht nach der Vormarsch auch noch zügiger als damals vorangegangen. Hätte man also frische Divisionen gehabt in genügender Anzahl, dann hätte man Moskau sicherlich vor Wintereinbruch erreichen können. Aber so gab es eben Verzögerungen. Die Truppen waren durch die ersten Anstrengungen sagen wir mal, zu sehr angestrengt oder ausgelaugt. Die Ausfälle waren hoch, aber jedenfalls die Moral war gut. Die war tipptopp. Ich meine, dass keiner Lust hatte, das ist eine andere Sache. Aber das kann man nicht sagen, dass sie keine Moral hatten. Die Moral der Truppen ist meiner Ansicht nach bis über den Scheitelpunkt hinweg gut gewesen. Sonst hätte das ja gar nicht so weit, sagen wir mal, so lange dauern können. Wir wussten über die Russen Bescheid, dass die Russen, wie uns erstmal gesagt worden ist, Untermenschen seien, es sind Bolschewiken. Und die gilt es zu bekämpfen.
Als wir dann die ersten Gefangenen sahen, stellten wir fest, das waren keineswegs Untermenschen. Und als wir dann auch nicht nur die Gefangenen abtransportierten, sondern auch später Gefangene für uns als Hiwis, als Hilfswillige benutzten, stellten wir fest, dass das ganz normale Menschen sind. Wir wussten, es ist kein Krieg, der uns aufgezwungen wurde, es ist kein Verteidigungskrieg, es ist ein idiotischer Angriffskrieg, der eigentlich nicht zu gewinnen ist, wenn man sich die Landkarte ansieht. Ich habe immer vor den Russen Angst gehabt, nicht nur vor seiner Masse der Menschen, sondern dass sie so naturverbunden sind, während wir doch durch die Kultur gar nicht so in der Lage sind, wie ein Tier alles zu erfassen und zu erleben. Und der Text dazu, Winterstürme, Schnee und Eis, ist das unserer Mühe Preis. Liegen wir vergeblich vor Sevastopol. Bleibt als letzte Hoffnung nur der Tod? Freund, was hilft das Traurigsein? Komm und lass uns fröhlich sein. Sieh, wie schon des Frühlings Sonne strahlt und lacht über ungezählter Blütenpracht. Kommen wird dereinst der Tag, wo mit hellem Glockenschlag unsere Opfer segensreich die Heimat lohnt. Unser Opfer, na, so war es nicht ganz, also unser Opfer die Heimat lohnt und der Friede bei uns wohnt oder so ähnlich ist der Schluss gewesen. Die Melodie zu diesem Lied ist ein altes russisches, ich glaube ein kaukasisches Lied, Suliko heißt das. Und in dieser überquellenden Freude nach diesem schrecklichen Winter, in dieser Zeit der Hoffnung, der neuen Hoffnung und des Wiederauflebens, ging es einfach nicht anders. Und da ist mir zu dieser herrlichen Musik dann der Text dazu eingefallen. Wenn ich überfallen würde, worden wäre, oder wenn ich Russe gewesen wäre und bin überfallen worden von den Deutschen, Horden, denn die haben uns ja als Horden, als faschistische Horden nur betrachtet. Wir haben uns ja auch teilweise so benommen. Und ich werde natürlich bis zum Letzten gekämpft. Also das sind Aufnahmen, die Ende März gemacht worden sind. Das Gebäude oder die Gebäude rauchen noch und die dort gefallenen oder toten Russen werden von der deutschen Zivilbevölkerung begraben.
Das wurde denen aufgetragen, sie möchten das machen, und dann wurde es eben gemacht. Wir mussten da Ordnung schaffen. Naja, ich meine, wie das ist, natürlich ist man erstmal bestürzt, das zu sehen, aber allmählich, ich will nicht sagen, dass man sich daran gewöhnt, aber man nimmt das eben zur Kenntnis. Ne? Jedenfalls ist es an dem Tage da passiert und man hat eben die Toten da beseitigt und das tote Vieh auch, nicht? Da nimmt man sich eben Hilfsmittel und die Hilfsmittel sind in dem Fall die Zivilbevölkerung, die eben dazu eingesetzt wurde, die Schäden, sonst ist denen ja nichts weiter passiert, die Schäden zu beseitigen. Und da waren nur noch Frauen da und die haben das eben gemacht. Das haben deutsche Soldaten bestimmt nicht gemacht. Das ist wir, Sie meinen, die Deutschen hätten das machen müssen? Das muss ja nicht sein. Wir hatten ja, sehen Sie mal, wir haben ja auch andere Sachen zu tun, oder vielmehr die deutschen Soldaten haben ja auch andere Sachen zu tun gehabt. Ja, es sind eindrucksvolle Szenen. Die waren eben froh, dass sie vielleicht das machen konnten, vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht, aber jedenfalls, sie haben es gemacht. Sie sind ja da, sagen wir mal, sie sind ja nicht angetrieben worden, sie haben ja gesehen, es ist niemand da gewesen, sondern sie haben die Arbeit ja ganz ohne Bewachung und so verrichtet. Nicht? Jedenfalls, ich habe hier keine deutschen Soldaten gesehen auf den Bildern, die ich gemacht habe. Da war ich ganz alleine. Ja, offensichtlich, nicht? Es war niemand da. Ich glaube, es war zu allen Zeiten ein Problem, dass in keiner Anweisung für Kriegführung zu finden war, was tut man mit 90.000 Gefangenen? Wo bringe ich sie unter? Wie verpflege ich sie? Wie soll ich das machen, wenn plötzlich 90.000 da sind, die sich uns ergeben haben, auf uns zugekommen sind in einem endlos langen Zug und haben sich in einer Senke gesammelt und dort ihre Wunden verbinden lassen. Es waren auch die Krankenschwestern dabei und die Mehrzahl war stark verwundet, verletzt, in Mitleidenschaft gezogen, halb verdurstet und ergaben sich nun dem Schicksal. Schlimm war der Wassermangel in dieser heißen, glühend heißen, trockenen Steppe. Und es kam zu Prügeleien unter diesen Gefangenen, die sich darum stritten, einen Tropfen Wasser zu erhaschen und wurden dann von ihren eigenen Leuten, die haben eine starke Disziplin gehabt, das hat man deutlich gemerkt, wurden sie zurückgescheucht, das Gesunde, die am besten laufen konnten, nicht nun ihnen das Wasser wegtrinken, sondern dass diejenigen, die es am meisten nötig haben, dass die diese paar Tropfen bekommen. Diese Menschen waren so stumpf und froh,
dass sie ein Inferno überlebt haben, dass sie eine Kamera gar nicht gesehen haben. Die haben mich ja gar nicht gesehen, die haben mich gar nicht erkannt. Was aus diesen vielen, vielen Soldaten geworden ist, das weiß ich nicht und es ist besser, man weiß es nicht. Hier habe ich das Bunte und das Schöne, was Spaß macht, es zu bemalen. Und dann das Brandenburger Tor. Ich war ja nicht in Berlin 1945, aber wenn man heute von größter Erniedrigung spricht, das möchte ich nicht sagen. Da müsste ich das Ganze ja zerstören und in ein Trümmerfeld machen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Das entspricht nicht meinen Vorstellungen. Ich möchte lieber, wenn ich schon mit der Zinnfigur was mache und was bemale, was etwas Erfreulicheres und wo ich was lerne dabei. Das möchte ich machen. Also es war ein so schwerer Einsatz. Wir hatten immerhin 63 Leute, die wir beerdigen mussten. Das war also sehr belastend auch. Die meisten davon kamen allerdings schon sterbend bei uns an. Wo die beerdigt sind, weiß ich gar nicht. Wir waren nur im Operationssaal Tag und Nacht unentwegt. Die Einsätze sind aber sehr kurz, die Kampfhandlungen. Dann fällt ein Riesenanfall vom Verwundeten und dann ist Schluss. Und diese 1200 Leute fielen innerhalb 48 Stunden an. Also das ist eine Aufnahme, die eine große chirurgische Klinik in einem halben Jahr hat sonst. Wir waren 7 Ärzte, ein Apotheker.
Alles andere waren totale Laien, die keine Ahnung hatten, die wir erst einüben mussten. Und da musste man improvisieren können, um das fertigzubringen. Und das konnten wir. Es ist jetzt 10:10. Ich fotografiere das Gesicht der einzelnen Soldaten. Und um 10 Uhr beginnt die Schlacht um Veliki Luki. Und da wollte ich vorher noch das Gesicht der einzelnen Soldaten, des Gefreiten, des Obergefreiten, des Unteroffiziers, des Feldwebels, des Leutnants, des Hauptmanns, die Gesichter wollte ich vor der Schlacht nochmal filmen. Das fand ich irgendwie wie interessant, weil da viel draus zu lesen ist, was der Soldat jetzt denkt und wie er, ob er so einsatzfreudig ist, wie er sein muss. Ich wollte für die Nachtwelt speziell das entschlossene Gesicht des deutschen Soldaten festhalten vor einer Schlacht. Waren Sie auch entschlossen? Ja, ich war schwer entschlossen. Die Lanzer waren kolossal diszipliniert. Und das war für die ja schon mal eine große Erleichterung, wenn sie von der Front in das Feld zurückkamen. Da waren sie schon jetzt mal glücklich, jetzt sind wir endlich in einem Lazarett, wo was für uns geschieht. Und die waren also durchweg sehr diszipliniert, mit lautes Jammern, das hat es nie gegeben. Ja, natürlich gibt es Todesfälle immer nicht. Selbstverständlich wurden die benachrichtigt, die Angehörigen. Da wurden nur die Hälfte der Erkennungsmarke abgenommen und das sorgt wieder für, dass dann die betreffenden Feldwebel die Angehörigen benachrichten. Das gab nachher so ein bestimmtes Schema, was man dann schrieb, damit sich das nett anhörte für die Anverwandten, nicht? Dass es ein sehr leichtes Ende gewesen war, nicht? Und dass wir Soldaten denn auch die eigenen Soldaten der beerdigt haben, das kam auch vor. Wo gerade eine Möglichkeit war, neben dem Bahndamm oder im Wald, musste ja schnell passieren, damit nicht Seuchen ausbrachen. Hatten Sie einen Spaten? Wir hatten ja alle so einen Spaten hier am Koppel. Hat ja jeder seinen kleinen Spaten gehabt. Kleinen Spaten hier. Also, jeder Krieg ist mit Verlusten verbunden, die sehr schmerzlich sind, aber mit der man als Arzt und als Soldat, als Patriot irgendwie fertig werden muss. Der deutsche Soldat hat zu kämpfen bis zum Endsieg, war die Parole. Soll ich desertieren? Hätte ich zu Hause bleiben sollen, mir zivil besorgen sollen, mich unterbringen lassen? Das war 1944 im Juni, nee, im
April, Mai, glaube ich, im Frühjahr 1944. Wie lange geht der Krieg noch? Wenn ich nicht feige gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht verstecken können. Dazu gehörte viel Mut, den hatte ich nicht. Ich bin also als Soldat wieder brav an die Front marschiert. Im Schwarzen Meer, badenderweise. Mich interessierte das natürlich als Erinnerung, da wo man mal gewesen ist, so wie es eben Tausende und Hunderttausende gegeben hat, die eben Erinnerungsfotos schießen. Hier mit Film und da mit Standfoto. War immer Optimist. Und ich habe immer geglaubt daran, dass ich durchkomme. Sie müssen ja fragen, für was man Optimist ist. Für sich selbst oder für alles andere? Also das ist der Rückzug Ende 43, Anfang 44. Wir vermieden jetzt die Straßen, um schneller rückwärts zu kommen. Sonst würden wir ja doch von den Russen überholt werden und wir mussten ja sehen, dass wir zurückkommen. Und alles, was wir auf dem Wege sahen, was dem Feind nützen konnte, wurde verbrannt. Getreide, Häuser, alles. Generalfeldmarschall von Wandstein, das ist der Eroberer der Krim. Und der feierte in Kiew mit uns Heiligabend bei Kerzenschein. Mit meiner Kamera konnte ich es ja nicht sehr deutlich aufnehmen. Und während des Essens noch erreicht uns die Nachricht, dass große Heeresabschnitte der Russen vor Kiew sind. Und wir müssen sofort in Bereitschaftsräume, um zu versuchen, diesen Angriff abzuwehren. Wir hatten uns so oft gefreut auf einen eventuellen Gänsebraten. Die waren ja so viele Gänse in dem Ort. Aber daraus wurde nichts. Und das wurde dann die große Schlacht bei Kiew, die aber auch nicht gewonnen wurde von uns. Wir mussten uns weiter zurückziehen. Ich sage ja eben, die Moral ist so gewesen, dass sie also bis zum Schluss gekämpft haben, auch wenn sie, oder die sehr viele gesagt haben, das ist doch sowieso nicht mehr zu gewinnen. Das war also mehr oder weniger kein geordneter Rückzug mehr. Und der Russe drängte eben sehr stark nach. Und dazu eben die verschärmten Straßen. Sie sehen sie jetzt weiter, ja.
Das war eigentlich ein Rückzug, der, sagen wir mal, nicht heillose Flucht ausartete, aber der doch schon von Russen getrieben wurde. Man musste sich beeilen, um den Bug noch zu erreichen bei Konstantinowka. Hier rettet sich jeder mit allem, mit allem Möglichen, nicht wahr? Also es ist einer der eines der schlechtesten Rückzüge, die ich mitgemacht habe, also rein abwicklungsmäßig. Das heißt, alles ging alles durcheinander. Das war schon ein heilloses Durcheinander. Und hier hieß es schon, rette. Ich kam als deutscher Offizier und als Faschist bezeichnet in russische Gefangenschaft. Und in diesem Kriegsgefangenenlager habe ich ja zum ersten Mal erstens von den Ausmaßen der deutschen Verbrechen nicht nur in Russland, sondern auch in den Konzentrationslagern erfahren. Das Ausmaß war uns nicht bekannt. Wir haben es auch am Anfang nicht geglaubt. Wir haben am Anfang geglaubt, naja, es ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben und so gut, wir sind die faschistischen Horden und wir Faschisti nannten sie uns natürlich auch nur die russischen Offiziere, die da die Lagerhoheit hatten. Aber als ich dann doch allmählich glaubhaft erfuhr, was passiert ist, dann fing man schon an nachzudenken darüber. Dass der Krieg verloren gehen würde, habe ich bis zum letzten Moment nicht geglaubt. Ja, da waren wir sehr, 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 sehr enttäuscht. Sie auch? Ja, ich auch. Ich war sehr, sehr enttäuscht, als wir dann am 31. April eingeschlossen auf der Halbinsel Wannsee waren. Und wir wurden da nachts um 11 wurde die Hamburgische Division eingeschlossen, entlassen. Und wir mussten sehen, dass wir nur aus dieser Einschließung wieder herauskamen. Und das war ja sehr dramatisch. Es hieß, kämpft diese eine Straße so lange, bis, es gab ja keine andere Straße, bis der Russe keine Munition mehr hat. Das haben wir auch gemacht. Und über Berge von Verwundeten und Toten sind wir dann über die russischen Barrikaden in das Hinterland gerannt. Als es zum Letzten kam, als ich mir eine Karte von Ostpreußen in den Waffenrock gesteckt habe, in die Feldbluse, um zu überlegen, in welchem Forst, in welchem Waldstück unzugänglich ich mich verschanzen könnte. Und wer kommt noch mit, um dort uns einfach einzuigeln und zu warten, bis alles vorbei ist, denn es kann nicht mehr lange dauern. Dort ist das Meer und da ist der Russe. Und wir werden jetzt langsam, aber sicher alle kaputt gemacht. Und dass wir am Ufer standen, am 27. März 1945, und versucht haben, Floße zu bauen, mit denen wir ins Haff hinein rudern wollten. Und in dieser Situation, als wir angegriffen wurden von allen Seiten, auf engstem Raum, und wo ein Lanzer neben dem anderen um das Stückchen Sand gekämpft hat, wo er sich versucht hat einzubuddeln, um nicht einfach abserviert zu sein. In dieser Situation hat mein Adjutant sich erschießen wollen und hat sich in den Kopf geschossen. Nichts aus der NS-Zeit und nichts zum Zweiten Weltkrieg in diesem historischen Bildarchiv. Und ich musste natürlich als Wesentliches die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg, ob wir das mögen oder nicht, die Bilder werden gefragt. Und zwar werden sie von der Presse, vom Fernsehen und von den Büchermachern ja gebraucht. Und ohne das Material kann man schlecht ein Bildarchiv am Leben halten.
Mein erster Ausflug war nach Moskau, um mit Nowosti Verhandlungen aufzunehmen. Und so ging das dann weiter. Ich habe mit Fotografen dann gesprochen, Fotografen Nachlässe gekauft. Und da bekommt man ja schon einen Überblick und ein anderes Verhältnis zur Vergangenheit. Das heißt, man wird gezwungen zu fragen, sich selbst zu fragen, wie konntest du, wie sind die Dinge gelaufen? Ich habe die ersten Jahre nach dem Krieg noch jede Nacht von dem Krieg geträumt. Aber das ist jetzt vorbei. Seit wann vorbei? Das ist seitdem vorbei, seitdem ich im vorigen Jahr eine Moskau-Leningrad-Reise gemacht habe und einen Studenten fand, der mich noch in die Neva fahren wollte, um mir die alten Kriegsschauplätze, wie wir da an der Neva vor dem Militärzweck gelegen hatten, das zeigen wollte. Und da habe ich, als ich das sehen konnte, gesagt, nein, ich möchte es nicht mehr sehen, und haben dann einen Vergnügungsdampfer auf der Neva in Leningrad bestiegen. Und damit habe ich dann die russische Vergangenheit begraben gehabt. Und ich träume nicht mehr vom Krieg. Ich hätte genauso Russland nicht kennengelernt und ich hätte wahrscheinlich Ungarn nicht kennengelernt oder Rumänien nicht kennengelernt oder die Krim nicht kennengelernt und so weiter. Aber das Einzige, was ich eigentlich bedauere, ist, dass ich also nur immer im Osten gewesen bin und dass ich nicht, sagen wir mal, in den Westen gekommen bin. Das hätte mich ja noch mindestens genauso interessiert. Auch unter Kriegsbedingungen? Ja, natürlich auch unter Kriegsbedingungen, das ist klar. Ich meine, kennenlernen ist kennenlernen auch. Ne? Ich meine, da muss man eben das abstreichen, was also nicht dazugehört. Ich bin mit meinem Gewissen bis zum heutigen Tage nie in Konflikt gekommen. Ich habe immer ein gutes Gewissen gehabt und ich habe es heute noch. Sonst würde ich gar nicht hier sitzen und darüber sprechen, wenn ich nicht ein kristallklares Gewissen hätte. Das ist ein Gefühl wie ein Hase an der Front. Da spüre ich das. Hier ist es richtig, hier ist es falsch. Man riecht die Erde, man hat ein ganz anderes Gefühl für das Leben. Ich habe heute noch, ich weiß, wie auf der Krim die Erde riecht. Das würde ich sofort erkennen, wenn man mir eine Erdprobe geben würde. So intensiv ist dieses Gefühl und das spürt man. Es ist für mich ja erstaunlich, wie mir dann Begleitumstände noch wieder erinnerlich werden. Und beinahe rieche ich doch diesen dampfenden Ofen und Atmosphäre. Und es wird Erinnerung lebendig. Und das... Wir haben doch tageweise, war überhaupt, ist ja kein Schuss gefallen manchmal. Und da hat man Karten gespielt und hat Bunker ausgebaut und hat Tische gezimmert und gesägt und Beete angelegt. Radieschensamen haben wir leider keinen bekommen, sonst hätten wir uns auch Radieschen angepflanzt. Ah, da bin ich ja selbst noch. Ach, du liebe Zeit. Sehr kritisch, mein Freund. Mit Schnauzer, ja. Wusste ich gar nicht. Militärischer Haarschnitt, doch sehe ich, ja. Ja. Na, Muttermal an der linken Halbseite, das ist verschwunden. Das hatte ich da mal. Ja. Ja, da siehst du. Ja, sag ich, die Scheufer der Kamera. Naja, also, das ist mir auch noch geblieben. Aber Sie sahen, der Schnitt war ja da ganz schön hier rum. Ja, der Stalle musste ja drauf passen.
Denn wir konnten ja nicht mit großer Lockenpracht, um Sie sehen, runter mit dem Zeug. Also nie ganz kahlköpfig, nicht wahr? Aber es wurde schon auch für den Schnitt gesorgt, dass der Stahl denn passt. Schauen Sie sich die Männer an, schauen Sie sich diese Besatzung an, Gutsmann, die Besatzung, schauen Sie sich die ganzen Leute an, nicht mehr da, 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 eine einzige Verlustliste. Aber das sind, Ahnung, diese ganzen Jungen, sie waren alle blutjung, 20, 22, 24 Jahre. Ich habe meine Eltern eigentlich, soweit sich das machen ließ, also soweit wir nicht gerade in Front oder waren oder im Einsatz waren, habe ich dann schon regelmäßig geschrieben und ich hatte noch ein, zwei Freundinnen oder aus der Schulzeit, ich glaube es waren sogar drei, vier, an die habe ich auch noch geschrieben. Als meine Eltern von mir erfuhren, dass ich im Lazarett war, haben sie alle sofort in die Wege geleitet, um den Jungen besuchen zu können. Und sie kamen nach Deutschkrone und besuchten mich dann. Es war ein unerhörtes Ereignis, den Sohn, den sie verloren glaubten, weit in Russland, plötzlich in der Nähe wiederzusehen. Und sie wussten ja nicht, ich kam ja nochmal an die Front. Und ich habe mich auch sehr komisch gefühlt. Aber die anderen haben dann gesagt, Donnerwetter, prima, da haben sie dir was mitgebracht, anständig, pack mal aus. Das war sicher der Einzelfall. Mir war es ein wenig peinlich, doch schon, ja, das war mir nicht so. Wenn man mit Kumpels zusammen ist, mit denen man vorher eventuell Strapazen und eventuell auch so kurz an der Möglichkeit eines schnellen Todes vorbeigesprungen ist, dann ist man mit denen zusammen besser aufgehoben. Da sind Eltern oder auch Bräute eigentlich nur Störenfriede. Und natürlich die übliche Geste, nochmal umdrehen und sich zeigen. Diese Fotografierhaltung. Und Muttern ans Kinn fassen, den lieben Sohn. Der Abschied war natürlich wie für jede Mutter herzzerreißend. Das ist ganz klar. Für mich, ich hatte nur das Gefühl, wie kann ich sie trösten? Über den Abschied wieder und nun wieder in die Ungewissheit zurückzukehren. Was wird dieser Krieg denn, bei dem kein Ende abzusehen ist? Bei dem wir wohl schwerlich gewinnen können, denn Russland ist ja so groß, sagte sie mir damals. Wie wollt ihr denn, wo wollt ihr bis Sibirien? Nach Sibirien marschieren, das ist doch so weit. Das waren unsere Straßen und da muss ich sagen, wenn mehr, sagen wir mal, zur Verfügung gestanden hätte an Material, dann wäre meiner Ansicht nach der Vormarsch auch noch zügiger
als damals vorangegangen. Hätte man also frische Divisionen gehabt, in genügender Anzahl, dann hätte man Moskau sicherlich vor Wintereinbruch erreichen können. Aber so gab es eben Verzögerungen. Die Truppen waren durch die ersten Anstrengungen sagen wir mal, zu sehr angestrengt oder ausgelaugt. Die Ausfälle waren hoch, aber jedenfalls die Moral war gut. Die war tipptopp. Ich meine, dass keiner Lust hatte, das ist eine andere Sache. Aber das kann man nicht sagen, dass sie keine Moral hatten. Die Moral der Truppen ist meiner Ansicht nach eben bis über den Scheitelpunkt hinweg gut gewesen. Sonst hätte das ja gar nicht so weit, sagen wir mal, so lange dauern können. Wir wussten über die Russen Bescheid, dass die Russen, wie uns erstmal gesagt worden ist, Untermenschen seien. Es sind Bolschewiken. Und die gilt es zu bekämpfen. Als wir dann die ersten Gefangenen sahen, stellten wir fest, das waren keineswegs Untermenschen. Und als wir dann auch nicht nur die Gefangenen abtransportierten, sondern auch später Gefangene für uns als Hiwis, als Hilfswillige benutzten, stellten wir fest, dass das ganz normale Menschen sind. Wir wussten, es ist kein Krieg, der uns aufgezwungen wurde, es ist kein Verteidigungskrieg, es ist ein idiotischer Angriffskrieg, der eigentlich nicht zu gewinnen ist, wenn man sich die Landkarte ansieht. Ich habe immer von Russen Angst gehabt, nicht nur vor seiner Masse der Menschen, sondern dass sie so naturverbunden sind, während wir doch durch die Kultur gar nicht so in der Lage sind, wie ein Tier alles zu erfassen und zu erleben. Und der Text dazu: Winterstürme, Schnee und Eis, ist das unserer Mühe Preis? Liegen wir vergeblich vor Sevastopol? Bleibt als letzte Hoffnung nur der Tod? Freund, was hilft das Traurigsein? Komm und lass uns fröhlich sein. Sieh, wie schon des Frühlings Sonne strahlt und lacht über ungezählter Blütenpracht. Kommen wird dereinst der Tag, wo mit hellem Glockenschlag unsere Opfer segensreich die Heimat lohnt. Unser Opfer, na, so war es nicht ganz, also unser Opfer die Heimat lohnt, und der Friede bei uns wohnt, oder so ähnlich, ist der Schluss gewesen. Die Melodie zu diesem Lied ist ein altes russisches, ich glaube ein kaukasisches Lied, Suliko heißt das. Und in dieser überquellenden Freude nach diesem schrecklichen Winter, in dieser Zeit der Hoffnung, der neuen Hoffnung und des Wiederauflebens, ging es einfach nicht anders. Und da ist mir zu dieser herrlichen Musik dann der Text dazu eingefallen. Wenn ich überfallen würde, worden wäre, oder wenn ich Russe gewesen wäre und bin überfallen worden von den deutschen Horden, denn die haben uns ja als Horden, als faschistische Horden nur betrachtet. Wir haben uns ja auch teilweise so benommen. Und ich werde natürlich bis zum Letzten gekämpft.
Also das sind Aufnahmen, die Ende März gemacht worden sind. Das Gebäude oder die Gebäude rauchen noch und die dort Gefallenen oder toten Russen werden von der dortigen Zivilbevölkerung begraben. Das wurde denen aufgetragen, sie möchten das machen, und dann wurde es eben gemacht. Sie mussten da Ordnung schaffen. Naja, ich meine, wie das ist, natürlich ist man erstmal bestürzt, das zu sehen, aber allmählich, ich will nicht sagen, dass man sich daran gewöhnt, aber man nimmt das eben zur Kenntnis. Ne? Jedenfalls ist es an dem Tage da passiert und man hat eben die Toten da beseitigt und das tote Vieh auch. Nicht? Da nimmt man sich eben Hilfsmittel und die Hilfsmittel sind in dem Fall die Zivilbevölkerung, die eben dazu eingesetzt wurde, die Schäden, sonst ist denen ja nichts weiter passiert, die Schäden zu beseitigen. Und da waren nur noch Frauen da und die haben das eben gemacht. Das haben deutsche Soldaten bestimmt nicht gemacht. Das ist wir, Sie meinen, die Deutschen hätten das machen müssen. Das muss ja nicht sein. Wir hatten ja, sehen Sie mal, wir haben ja auch andere Sachen zu tun, oder vielmehr die deutschen Soldaten haben ja auch andere Sachen zu tun gehabt. Geht es nach Persien oder geht es nach Afrika? Wir kannten unser Ziel, also so es ging nicht. Aber als es natürlich nach dem Osten ging, als es für Berlin erreichten und durchfuhren, da wurde natürlich uns allmählich klar, wohin es ging. Und am nächsten Tag waren wir dann Richtung Ostpreußen. Nicht? Hier sieht man die Freude, die Junge, die Stimmung. Jetzt geht's woanders hin, vielleicht. Da war es mehr los oder es war eben die Freude, die man immer hat, wenn man eine Reise tut. Jetzt, das ist die Einfahrt von Warschau mit der Straßenbahn und das nochmals ein Rundgang mit den von damals, von 39 zerstörten Gebäuden. Und jetzt sind wir auf ein schon ziemlich zerbombtes, also unten gesperrtes Hochhaus reingeklettert und dann haben wir von oben die Übersicht gefilmt. Es interessierte mich alles, wie das da aussieht und so wie sie eben auch sonstiges fotografieren, Bäume oder Landschaften oder sonst was, so habe ich eben das auch gemacht, aber sie sehen das heute aus anderer Sicht. Jedenfalls damals haben wir das, sagen wir mal, das war irgendwie auch interessant für uns. Das kann man nicht nur, sagen wir mal, mit moralischen Maßstäben messen, wie man das heute teilweise tut. Bei Filmaufnahmen geht es mir, wenn ich die nach vielen Jahren sehe, auf einmal wieder so, dass auf einmal auch die Namen der betreffenden Personen sofort wieder im Gedächtnis sind. Also wie zum Beispiel den Ausbildungslehrgangsleiter, ein Leutnant Wolperding oder ein Unteroffizier Klante. Und da kommt einem das auf einmal alles wieder. Oder Hauptfeldwebel und so weiter und so fort. Man ist gleich wieder eigentlich drin. In der damaligen Zeit ist man eigentlich gleich wieder drin. Nicht? Was fehlt, ist ja nur der Ton von damals.
Wir wussten überhaupt nicht, wohin es geht und sahen dann nur irgendwo an einem Bahnhofsschild, also dass das eine polnische Ortschaft war. Und in der Nacht also noch abtransportiert in vorbereitete Unterkünfte, nämlich funkelnagelneue 100-Mann-Baracken. Und wir nur noch ganz spät in der Nacht von unserem Bildstellenoffizier in diese Räume gebeten wurden, Kameraden unter sich, eben auch dieser sehr nette Bildstellenoffizier, und der uns dann sagte, also Jungs, ich darf es euch nicht sagen, aber um 4 Uhr geht es los. Und da also lähmendes Entsetzen und was passiert, was wird kommen, nicht wahr? Bis dann also es Tag wurde und dann also man langsam wusste, aha, der Angriff und das Eindringen nach Russland. Und was für Gefühle waren das? Es war ein heißer Frühsommertag und ich ahnte nichts. Wir gingen da über eine Wiese und bekamen auch Zunder. Wir bekamen Artilleriebeschuss. Das war zugleich meine Feuertaufe. Ein ganz komisches Gefühl, wenn man hier gehen soll und neben dort da. Das Geräusch ist sehr unnachahmlich und das Gefühl, dass man gleich durchsiebt sein könnte. Und, aber man übersteht es, ich bin nicht allein gewesen, mein Kommandeur war bei mir und da musste man schon den strammen Mann markieren und sie nicht einfach hinlegen, was natürlich das Bequemste gewesen wäre. Und da lag ein deutscher Soldat. Die Hand nach oben gereckt. Der Ehering blitzte in der Sonne und der Kopf ein bisschen aufgedunsen, rötlich, voll mit Fliegen am Mund, an den Lippen. Das war der erste Tote überhaupt in meinem Leben, den ich gesehen habe. So also begann es und schon Stunden später kam dann die große Lähmung, dass also bekannt wurde, es sind so und so viele Maschinen, kommen nicht zurück, sind nicht zurückgekommen, hat gewartet. Und das war ja nun ein Entsetzen, denn es sind ja nun Kameraden, es sind Freunde, es sind Menschen weggeblieben mit unbekanntem Schicksal, mit denen man noch am
Tage und ganze Monate zusammengelebt hat. Ich weiß, wenn ich Soldat bin, wenn ich im Einsatz bin, dass andere fallen, dass ich falle, dass es mich jeden Moment genauso erwischen kann. Das Wort Töten, das ist bei uns nie gefallen. Das war nicht existent, das war kein Thema für uns. Immer wenn Angriff war, also wenn der Russe angegriffen hat oder auch wenn wir angegriffen haben, das war immer ein Gefühl der größten Unruhe und Angst. Ich weiß nicht, wie ich die nächsten Minuten durchbringe und überstehe. Und ich habe es mal erlebt. Wir wurden stark bedrängt von russischen Jagdbombern, die unsere Feuerstellung ausgemacht hatten und beschossen. Das hat uns so gereizt, dass wir gesagt haben, da müssen wir was tun. Flak haben wir keine da, wir nehmen unsere Karabiner. Ein Unikum, das Artilleristen, ein Flugzeug mit Gewehren abschießen. Und sofort einen Jubelschuss dann. Das war die Freude drüber, dass wir diesen Bösewicht, der uns jetzt dauernd hier beschossen hat, und man konnte ja nicht mal auf die Latrine gehen, also es war schlimm. Ja? Und man konnte ja dauernd im Loch sitzen, weil diese Hornissen dauernd einen beschossen haben. Das ist ja kein Honiglecken. Und da gelang es uns durch Salvenfeuer, alle Gewehre zielen dahin, irgendwas wird schon treffen. Ja? Und die explodiert und die Trümmer, dann sind wir hingesaust, da haben wir geschaut, was da los ist. Und hier ist der Pilot. Schwarz-blauen Pullover. War noch ein bisschen da. Ich habe mir das angeschaut, die Situation dort. Und nur voll Freude, dass wir es geschafft haben, diese Hornisse zu vernichten. Ja nun, das ist für uns etwas, was uns ständig gestochen hat. Und der hätte ja 5 Mann umbringen können bei uns. Man muss bei all dieser Sache sagen, ist ja Blut ja ernst gewesen und ist ja um Tod und Leben gegangen, ist ja um jeden Meter Boden gegangen und jetzt ein abstürzender Bomber, das war ein Russe, meiner Ansicht nach jedenfalls. Jetzt habe ich gleich das Objektiv gewechselt, etwas näher herangeholt und jetzt ganz nah. Man weiß ja manchmal nicht, wie es ausgeht, aber jedenfalls, manchmal ist natürlich auch, sagen wir mal, was man gefilmt hat oder so, ist nicht das geworden, was man sich gedacht hat, weil man ja eben doch nicht weiß, wie geht das zu Ende. Oder manchmal macht man sich also große Vorwürfe, dass man nicht gefilmt hat, weil es ist, und hinterher ist es so schön geworden. Thank you.
Ich wollte diesen Beruf ja eigentlich gar nicht. Ich wollte Bildberichter werden und bin beim Vater ausgebüxt und habe eine Lehrstelle mir verschafft in Hamburg, um das Fotografenhandwerk zu erlernen. Aber mein Vater sagte, du bist nicht mündig, das kommt gar nicht in Frage, so eine brotlose Kunst lernst du mir nicht. Und da musste ich Kaufmann werden. Ja, das ist die Kirche von Vitebsk. Das war echt nachts um 12. Das war ganz dramatisch. Wir wollten durch Vitebsk durchfahren. Und plötzlich, da waren wir vom Feuer umzingelt. Links und rechts vor uns, alles brannte. Und da haben wir sofort kehrt gemacht, um wieder zurückzufahren aus Vitebsk. Wir hätten nicht geglaubt, dass wir aus dieser brennenden Stadt noch heil herauskommen würden. Ich dachte, die Lastwagen, die fliegen doch in die Luft, weil es so heiß war. Aber wir haben Glück gehabt und haben dann Vitebsk vom Westen her angegriffen, während der Russe angenommen hatte, dass wir vom Süden angreifen würden. Und dadurch ist dann Vitebsk im Sturm genommen worden. Ich war ja froh, dass ich nun jetzt im Krieg den Beruf hatte, den ich im Frieden haben wollte. Und so habe ich mich dann bemüht, im Krieg, neben meinen vielen Aufgaben, die ich hatte, das, was ich links und rechts von mir sah, dokumentarisch festzuhalten, denn ich hatte mir schon als Junge vorgestellt, wenn mal Krieg sein würde, dann würde ich aber das Echte aufnehmen, wie es vorne in der ersten Graben zugeht. Denn ich war ständig unbefriedigt von den Soldaten des Ersten Weltkriegs, die mir nie die Fragen, wie es dann wirklich im Krieg zugegangen war, beantworten konnten. Und das wollte ich für die lebende Generation so festhalten, dass man das versteht, was es heißt, Soldat zu sein und vor dem ersten Graben zu liegen. Aber ich meine, das Film hat einem oft einen Schutz gegeben, ja. Wenn Sie sich mit einer Aufgabe so stark identifizieren, dass Sie nur das im Sinn haben und alles andere ausschalten, dann ist Ihnen das ziemlich gleichgültig, was um Sie herum passiert. Das ist hier seitlichen Fenster aufgenommen. Das ist das Grab unseres Petrup-Fahrers, also von meinem Wagen. Ich hatte den Wagen kurz vorher als Funker verlassen, kriegte einen Volltreffer. Und die Besatzung war tot. Da kann man sich natürlich fragen, ob das Umsteigen manchmal auch gut ist, nicht? Ne? Und so ist das eben, passiert das eben öfters. Das heißt, es ist reiner Zufall, ob man getroffen wird oder nicht. Das empfindet man eben dann natürlich als sehr tragisch, aber mehr können Sie ja nicht sagen dazu. Das könnte Sie ja genauso treffen. Oder jedenfalls, das ist eben der Krieg. Sie können ja von einer Einheit nicht verlangen, dass sie deshalb, sagen wir mal, einen Tag da Ruhepause macht, um das Grab zu pflegen oder sich dessen zu entsinnen und so weiter. Dazu sind ja viel zu viel. Dann wäre ja die deutsche Wehrmacht überhaupt nicht weitergekommen.
die russische Bevölkerung, die war nicht geflohen, sondern die lebten in Erdbunkern. Das haben wir erst viel später gemerkt. An dem Platz, an dem wir als Truppe lagen, wurden wir von Granatwerfern immer haargenau beschossen, hatten sehr hohe Verluste. Und da haben wir uns gesagt, da müssen ja irgendwelche Russen in der Nähe sein, sonst kann das gar nicht angehen, dass wir so zielgenau beschossen werden. Und da haben wir doch viele Bevölkerung in den Erdbunkern gefunden. Und was passierte dann mit denen, wenn Sie die gefunden haben? Wie ging das vor sich? Ja, die wurden hergeholt, verhört, und dann hörte ich dann... Wohin denn geholt? Zum Bataillonskommandeur oder Regimentskommandeur oder Divisionskommandeur. Und dann hörte ich nachher Schüsse fallen, dann wusste ich, die waren wieder erschossen worden. Haben Sie es nur gehört oder auch gesehen? Auch gesehen. Haben Sie da selber mitgemacht? Muss ich darauf antworten? Ersparen Sie mir die Antwort. Ich habe keine Erschießung gesehen. Ich habe es nur gehört und sich von anderen erfahren, die dabei waren. Und es war ja kein Geheimnis mehr. Dass sie umgekommen sind und massenhaft auch umgebracht worden sind durch Arbeit oder durch andere Methoden, das war uns schon klar, dass die keineswegs neue Siedlungsgebiete bekommen haben, sondern systematisch dezimiert wurden. Damals hofften alle, dass man also vor Anbruch des Winters das Ziel erreichen würde. Und das Ziel war ja, das war allen ungefähr bekannt, Moskau. Und das hofften eigentlich alle. Die Russen ließen sich ja teilweise überrollen. Die Russen huben Löcher aus, in denen versteckten sie sich, beziehungsweise waren drin, hatten da ihre Waffen drin. Und wenn dann ein Panzer ankam, dann versuchten sie diesen von unten, sagen wir mal, zu killen oder zu knacken, wenn der drüber fuhr. Oder ließen sich überrollen von der deutschen motorisierten Einheit und waren dann auf einmal im Rücken. Dann krochen sie aus den Schützenlöchern wieder heraus und waren da. Und deshalb wurde eben, wenn man also sowas sah, wurden diese Schützenpanzerlöcher Schützenlöcher wurden praktisch eben auch, sagen wir mal, vorsichtshalber eben dadurch unschädig gemacht, indem man da eine Handgranate beziehungsweise ja, eine Handgranate hineinfallen ließ und die explodierte und damit war ja die Sache erledigt. Belastet mich nicht in der Hinsicht. Das kann einen nicht belasten. Man kann nur froh sein, dass man, und man muss Gott danken, dass man also darüber, sagen wir mal, weggekommen ist. Und dass man das also durchgestanden hat. Also das ganze Kriegsgeschehen, die ganzen Jahre.
Und jetzt ist mittlerweile Winter geworden. Nachschub aus der Heimat gekommen. Hier Nachschub in Form von jungen. Hier Leuten, die Farben sind unwirklich schön. Und ich hatte auch Farbfilm gerade da. Das sind Farben, die Sie sonst nicht sehen. Unwirklich schön, die Farben bei 55 Grad Kälte. Und hier sehen wir vorne die deutsche vorderste Linie. Und da hinten der weiße Wall, das ist die russische vorderste Linie. Ich bin auf eine Tanne gekrabbelt, um dieses beobachten zu können und hatte das Glück, dass da unten gerade Alarm war. Es gab ja auch mal eine stille Zeit, so ein, zwei Stunden, wo Feind und Freund nicht schossen. Und dann wäre es ja für mich langweilig gewesen. Ich musste ja ein bisschen Action haben, wenn ich schon auf den Baum steige. Die ist zu verschiedenen Zeitpunkten offen. Und da, jetzt sehen wir, da ist den russischen Panzer. Die hatten wir am Tag vor dem mit unseren Panzergeschützen, als die den Vorstoß machten, abgeschossen. Aber wir vermuteten, dass da der russische Artilleriebeobachter drin war, der so gezielt auf unsere Stellung schoss. Der Panzer fliegt in die Luft, man sieht den jungen Russen, das ist der Panzerfahrer, 17 Jahre jung. Und die Nachtaufnahme, wie denn weitere Panzer nachts in die Luft fliegen und dann kommt Weihnachten, das glaube ich kommt jetzt. Hier sind über 100 Einzelteile da drin. Wenn man die Steckenpferd bewegt, dann dreht sich die Puppe, der Kreisel, und die dänischen Soldaten marschieren um die Burg. Das ist die Schatztruhe, die ist bei Jung und Alt beliebt. Insbesondere kaufen das Erwachsene für ihre Kinder, aber die Erwachsenen haben mehr Spaß an der Spieluhr als die Kinder. Und so wird es abgestellt. Zugfahren während des Krieges, das ist ein wunderschönes Thema. Und je länger der Krieg dauerte, desto mehr musste ich damit rechnen, dass der Zug überhaupt nicht fahren konnte, weil die Schienen gesprengt waren. Aber die wesentlichen Verbindungen an die Ostfront, die waren immer freigehalten, normalerweise. Bei den seltenen Urlauben in Berlin, bei der Abfahrt, war der Zug
so voll Soldaten, voller Lanzer, mit Tornister, schwer bepackt und frisch gewaschener Wäsche und jetzt frisch entlaust und jetzt wieder an die Front zurück mit Abschiedsschmerz und allem drum und dran, voll bepackt und eng in den Abteilen drin, dass man sich kaum rühren konnte. Trotzdem war Stimmung da, der eine hat auf der Mundharmonika geblasen, der andere hat die Ziehharmonika dabei gehabt. Es war, Stimmung war immer da und Witze wurden gerissen. Und die Fahrt dauerte 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage. Bis zum Osten. Je weiter der Zug nach Osten kam, desto mehr Platz gab es in dem Zug. In den ehemals deutschen Ostgebieten war der Zug schon halb leer. Und wenn man dann langsam zur Endstation kam, das war finsterste Etappe natürlich, das war 40 Kilometer hinter der Front, dann war dort niemand mehr im Abteil. Und dann stieg man aus, Mutterseelen allein. Wer führt hier eigentlich Krieg? Und dann wurde man eben abgeholt, dann erfuhr man, wie es zu Hause aussah. Zu Hause war die Front. Ich erfuhr als der Hinfahrende, wie es jetzt zu Hause aussah. Nicht, wie es in der Heimat aussah, das habe ich denen erzählt dann auch. Ja, aber was los ist, wie, wer ist gefallen, wer lebt noch, wer lebt noch, natürlich haben die meisten gelebt, das ist falsch ausgedrückt. Aber was ist alles passiert, wie verhält sich der Russe und dergleichen Einzelheiten mehr. Und dann war man eigentlich, so kurios das klingt, man war froh, wieder in seiner alten Feuerstellung, in den alten Löchern zu sein. Und da wusste ich, hier erzählt mir keiner Märchen, hier weiß ich, wie es tatsächlich aussieht und hier kann ich es miterleben, alles. Ja, das sind eindrucksvolle Szenen. Die waren eben froh, dass sie vielleicht das machen konnten, vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht, aber jedenfalls, sie haben es gemacht. Sie sind ja da, sagen wir mal, sie sind ja nicht angetrieben worden, sie haben ja gesehen, es ist niemand da gewesen, sondern sie haben die Arbeit ja ganz ohne Bewachung und so verrichtet, nicht? Jedenfalls, ich habe hier keine deutschen Soldaten gesehen auf den Bildern, die ich gemacht habe. Da war ich ganz alleine. Ja, offensichtlich, nicht? Es war niemand da. Ich glaube, es war zu allen Zeiten ein Problem, dass in keiner Anweisung für Kriegführung zu finden war, was tut man mit 90.000 Gefangenen? Wo bringe ich sie unter? Wie verpflege ich sie? Wie soll ich das machen, wenn plötzlich 90.000 da sind, die sich uns ergeben haben, auf uns zugekommen sind in einem endlos langen Zug und haben sich in einer Senke gesammelt und dort ihre Wunden verbinden lassen. Es waren auch die Krankenschwestern dabei und die Mehrzahl war stark verwundet, verletzt, in Mitleidenschaft gezogen, halb verdurstet und ergaben sich nun dem Schicksal.
Schlimm war der Wassermangel in dieser heißen, glühend heißen, trockenen Steppe. Und es kam zu Prügeleien unter diesen Gefangenen, die sich darum stritten, einen Tropfen Wasser zu erhaschen. Und wurden dann von ihren eigenen Leuten, die haben eine starke Disziplin gehabt, das hat man deutlich gemerkt, wurden sie zurückgescheucht. Das Gesunde, die am besten laufen konnten, nicht nun ihnen das Wasser wegtrinken, sondern dass diejenigen, die es am meisten nötig haben, dass die diese paar Tropfen bekommen. Diese Menschen waren so stumpf und froh, dass sie ein Inferno überlebt haben, dass sie eine Kamera gar nicht gesehen haben. Die haben mich ja gar nicht gesehen, die haben mich gar nicht erkannt. Was aus diesen vielen, vielen Soldaten geworden ist, das weiß ich nicht und es ist besser, man weiß es nicht. Hier habe ich das Bunte und das Schöne, was Spaß macht, es zu bemalen. Und dann das Brandenburger Tor. Ich war ja nicht in Berlin 1945, aber wenn man heute von größter Erniedrigung spricht, das möchte ich nicht sagen. Da müsste ich das Ganze ja zerstören und ein Trümmerfeld machen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Das entspricht nicht meinen Vorstellungen. Ich möchte lieber, wenn ich schon mit der Zinnfigur was mache und was bemale, was etwas Erfreulicheres und wo ich was lerne dabei. Das möchte ich machen.
Also es war ein so schwerer Einsatz. Wir hatten immerhin 63 Leute, die wir beerdigen mussten. Das war also sehr belastend auch. Die meisten davon kamen allerdings schon sterbend bei uns an. Wo die beerdigt sind, weiß ich gar nicht. Wir waren nur im Operationssaal Tag und Nacht unfähig. Die Einsätze sind aber sehr kurz, die Kampfhandlungen. Dann fällt ein Riesenanfall vom Verwundeten und dann ist Schluss. Und diese 1200 Leute fielen innerhalb 48 Stunden an. Also das ist eine Aufnahme, die eine große chirurgische Klinik in einem halben Jahr hat sonst. Wir waren 7 Ärzte, ein Apotheker. Alles andere waren totale Laien, die keine Ahnung hatten, die wir erst einüben mussten. Und da musste man improvisieren können, um das fertigzubringen. Und das konnten wir. Es ist jetzt 10:10. Ich fotografiere das Gesicht der einzelnen Soldaten. Und um 10 Uhr beginnt die Schlacht um Veliki Luki. Und da wollte ich vorher noch das Gesicht der einzelnen Soldaten, des Gefreiten, des Obergefreiten, des Unteroffiziers, des Feldwebels, des Leutnants, des Hauptmanns, die Gesichter wollte ich vor der Schlacht nochmal filmen. Das fand ich irgendwie interessant, weil da viel draus zu lesen ist, was der Soldat jetzt denkt und wie er, ob er so einsatzfreudig ist, wie er sein muss. Ich wollte für die Nachwelt speziell das entschlossene Gesicht des deutschen Soldaten festhalten vor einer Schlacht. Waren Sie auch entschlossen? Ja, ich war schwer entschlossen. Die Lanzer waren kolossal diszipliniert. Und es war für die ja schon mal eine große Erleichterung, wenn sie von der Front in das Feld zurückkamen. Da waren sie schon erstmal glücklich, jetzt sind wir endlich in einem Lazarett, wo was für uns geschieht. Und die waren also durchweg sehr diszipliniert, mit lautes Jammern, das hat es nie gegeben. Ja, natürlich gibt es Todesfälle immer nicht. Selbstverständlich wurden die benachrichtigt, die Angehörigen. Da wurden nur die Hälfte der Erkennungsmarke abgenommen und das sorgt dafür, dass dann die betreffenden Feldwebel die Angehörigen benachrichten. Das gab nachher so ein bestimmtes Schema, was man dann schrieb, damit sich das nett anhörte für die Anverwandten, nicht? Dass das ein sehr leichtes Ende gewesen war, nicht? Und dass wir Soldaten denn auch die eigenen Soldaten der beerdigt haben, das kam auch vor. Wo gerade eine Möglichkeit war, neben dem Bahndamm oder im Wald, musste ja schnell passieren, damit nicht Seuchen ausbrachen. Hatten Sie einen Spaten? Wir hatten ja alle so einen Spaten hier am Koppel hat ja jeder seinen kleinen Spaten gehabt. Kleinen Spaten hier.
Also, jeder Krieg ist mit Verlusten verbunden, die sehr schmerzlich sind, aber mit der man als Arzt und als Soldat, als Patriot irgendwie fertig werden muss. Der deutsche Soldat hat zu kämpfen bis zum Endsieg, war die Parole. Soll ich desertieren? Hätte ich zu Hause bleiben sollen, mir zivil besorgen sollen, mich unterbringen lassen? Das war 44 im Juni, im April, Mai, glaube ich, im Frühjahr 44. Wie lange geht der Krieg noch? Wenn ich nicht feige gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht verstecken können. Dazu gehörte viel Mut, den hatte ich nicht. Ich bin also als Soldat wieder brav an die Front marschiert. Im Schwarzen Meer, badenderweise. Mich interessierte das natürlich als Erinnerung, da wo man mal gewesen ist, so wie es eben Tausende und Hunderttausende gegeben hat, die eben Erinnerungsfotos schießen. Hier mit Film und da mit Standfoto. Ich war immer Optimist. Und ich habe immer geglaubt daran, dass ich durchkomme. Sie müssen ja fragen, für was man Optimist ist. Für sich selbst oder für alles andere? Also das ist der Rückzug Ende 43, Anfang 44. Wir vermieden jetzt die Straßen, um schneller rückwärts zu kommen. Sonst würden wir ja doch von den Russen überholt werden und wir mussten ja sehen, dass wir zurückkommen. Und alles, was wir auf dem Wege sahen, was dem Feind nützen konnte, wurde verbrannt. Getreide, Häuser, alles. Private takes by an amateur during World War II. We found six amateur filmmakers, soldiers of the German Wehrmacht. They filmed their departure and the invasion of the Soviet Union. They survived the war and kept their film documents.
Ja, dann glaube ich, dass hier im Schrank noch wenigstens das 8 mm Modell von dieser Siemens ist. Dann mal gucken. Also die 16er hatte ich. Ja. Ja, das ist ja. Ja, da haben wir sie ja. Da haben wir sie ja. Das ist also nun ein tolles Ding. Mal sehen. Ach, das Ding geht ja sogar noch. Das ist die 8 mm Kamera Ausführung der 16 mm, die ich mit hatte. Na, und schauen Sie sich das Ding mal an, nicht wahr? Ganz schön schwer. Mit meinen Eltern gab es keine Diskussion, es gab auch für sie keine Probleme. Sie hatten es mir geschenkt, dieses Objekt, diese Kamera, und sie waren der Meinung, dass ich sie bewegen sollte, mitnehmen sollte. Und außerdem waren sie ja neugierig. Die wollten ja auch gern wissen, was der Junge da wohl so treibt in einem Großlager. Und ich habe sie ihnen ja hinten vorgeführt. Da war ich 14. Ja, 14 Jahre. Die Kamera hatte etwa das Format eines dickeren Taschenbuchs. Ich habe sie immer beigehabt, aber ich konnte nicht immer das filmen, was ich gerne wollte. Und ich habe dann nur die Gelegenheiten, die ich damals für interessant hielt, aufgenommen. Meine Eltern waren der Meinung, dass alles, was für ihren Sohn gut ist, auch geschehen sollte. Und in dieser Zeit war es eben gut, in einer Hitlerjugend drin zu sein und nicht draußen zu stehen als Außenseiter. Und es gab eigentlich alles unter einem gewissen Reglement. Man lief nicht einfach so darum, nutzlos und sinnlos, man marschierte. Den Gruß musste man auch als Zivilist lernen, schon wenn ein SA-Trupp vorüberzog in der Straße und man stand an der am Straßenrand. Erinnere ich mich, dass ich, kann ich 11, 12 gewesen sein, am Straßenrand stand und es kam ein SA-Trupp vorbei und ich guckte mir den so neugierig an und dachte, aha, Donnerwetter, die singen da und so. Da kam einer aus dem Trupp dann raus und hat mich angeschnauzt. Warum hebst du nicht die Hand? Kannst du nicht den Führergruß machen, wenn ihr an der Truppe vorbei marschiert? Und da hat er mir gesagt, wie man die Hand hochnehmen muss und so, und mich dahingestellt. Das, was ich gesehen habe, es wurde sehr viel fotografiert, aber gefilmt wurde wenig. Und schon deshalb wenig, weil wahrscheinlich die meisten also nur über wenig Filmmaterial verfügten. Und da hatte ich ja jedenfalls für mich vorgesorgt. Das heißt also, ich hatte eben so viel Quellen und im Anfang wurde ja das auch alles noch gemacht. Es gab ja noch Kodachrom-Farbfilme und meine Kodachrom-Farbfilme, die ich also
Die letzten habe ich im Jahr 42 entwickeln lassen und die haben sich also vor allem in der Farbe sehr gut gehalten und die sind ganz prima geworden. Und da habe ich also bei der Kamera keinerlei Schwierigkeiten gehabt. Die ist nicht mal gereinigt worden. Das hat ihr also überhaupt nichts ausgemacht. Gar nichts. Die hat funktioniert bis zum Kriegsende. Selbst bei grimmiger Kälte damals vor Moskau, 50 Grad minus, lief diese Kassetten einwandfrei. Das Federwerk ist ganz exzellent gewesen und hat also den Film prima durchgezogen. Das habe ich aber nur wenige Salatsachen gehabt, wo sich der Film also verheddert hat. Und das musste ich dann eben beheben. Aber jedenfalls kann man sie in einer weiten Hosentasche verstauen. So wie ich das in der heute modernen nicht mehr. Aber damals jedenfalls konnte man das in die Außentasche des Waffenrocks hineintun, sodass er immer bei mir war. Und da war sie gut aufgehoben. Ja? Arbeitsdienst, exerzieren. Anstelle des Gewehrs hatte man einen Spaten und die Griffe waren genau dasselbe. Naja, und man musste eben marschieren können, links um rechts umhalten und so weiter, robben und so weiter. Also praktisch das, was man eigentlich sonst in der Wehrmacht gelernt hatte, lernte man schon etwas vorneweg, damit es dann vielleicht, sagen wir mal, leichter ging. Und Sie sehen hier, wie man aus der Türe herauskommt. Man musste vor der Türe erstmal halten und stramm stehen. Sie haben uns gescheucht, Sie haben uns schikaniert, laufen lassen und hinlegen lassen. Wir wurden dort ganz bewusst gejagt und geschunden und das ist uns damals nicht zu Bewusstsein gekommen. Dass wir kirre gemacht werden sollten, dass wir willenlos gemacht werden sollten, um besser Befehlen gehorchen zu können, die uns gegeben werden, blindlings gehorchen, ohne zu fragen, ist es richtig, ist es nicht richtig. Das ist eine ganz normale Ausbildung in Gemeinschaft natürlich. Nicht? Und natürlich, wenn jemand, sagen wir mal, sich was zu Schulden kommen ließ, so natürlich, ja klar, dann gab es eben was, nicht? Hier ist Abendappell, hier wird peinlich darauf geachtet, dass also auch die Fingernägel gut sauber waren und der Haarschnitt in Ordnung und so weiter und so fort. Eigentlich dort ist es mir erst aufgegangen, dass diese Art von Drill fast gelegentlich auch menschenverachtender Drill war, um den Stolz zu brechen. Und die Leute, die jungen Leute noch dazu, die man jetzt braucht als Soldaten, um die möglichst gefügig zu machen, damit sie tun, auch im Schlaf, was ihnen fohlen wird später. Jetzt dürfen Sie eines nicht vergessen. Ich bin heute 66, ich war damals 17 oder 18, ich war ein anderer Mensch. Und ich habe nicht damals diese Kraft besessen. Aber ich kam in eine Mühle hinein, bei der es keinen Ausweg gab. Für keinen. Was hätte ich tun sollen damals? Ich hätte was sollte ich wirklich als Ausweg tun in dieser Zeit? Es war eine Verpflichtung, den Dienst zu machen. Wenn einem das nicht passt,
Kriegte man, wurde man bestraft, das wollte ich nicht gerne, da kriegte man Karzer wohl auch, da musste man Dienstvergehen auf sich nehmen. Oder man wurde, wenn man ein Schwächling war, sehr schlecht behandelt mitunter, auch wieder verhöhnt, und das wollte ich auch nicht. Also ich wollte versuchen, in der Mitte zu bleiben. Man kann das als Mitläufer bezeichnen. Wenn man allerdings heute sagt, das ganze deutsche Volk oder die Mehrheit waren Mitläufer, dann würde ich eher sagen, sie waren Mittäter. Als Soldat war ich Mittäter. Das Gefühl, dass der Soldat missbraucht wurde, haben wir nie gehabt. Wir haben das Gefühl gehabt, als deutsche Soldaten der Heimat zu dienen und unsere Heimat zu verteidigen, gleich wo, an welchem Ort, an welcher Stelle. Niemand wollte einen Einsatz, niemand wollte einen Feldzug, weil wir das gewusst haben von den Schilderungen der Eltern und vom Ersten Weltkrieg. Und die Eltern haben immer gesagt, also wenn es wieder mal zu sowas kommen sollte, dann ist das für uns eine tödliche Angelegenheit. Und eines Tages hieß es eben hier, du musst marschieren und sich dagegen stellen. Ja, das geht nicht. Wir haben schon nicht verstanden den Russlandfeldzug. Von Anfang an, den hat niemand verstanden von uns. Aber es war ein Befehl und ich habe einen Befehl auszuführen. Und zwar nach meinem besten Können habe ich das durch. Ich bin ein Instrument als Soldat. Und als dieses Instrument, als Werkzeug des Staates, habe ich meine Pflicht zu erfüllen. Natürlich war ein mulmig, klar. Das ist der ganz klare Fall. Und als der Befehl kam, 3.30 Uhr oder 3.15 Uhr geht das los, natürlich, da hat man natürlich gewisse Gefühle. Nun hat er immer vielleicht ein gewisses Magengefühl oder so und Angstgefühl oder so weiter, nicht? Aber man kann ja nichts machen und das ist ja das, der Grund auch, weshalb ich, wollen wir sagen, keine Befehle geben wollte und lieber befohlen wurde. Nicht? Wir haben uns immer überlegt, wohin kommen wir, warum haben wir dieses Gerät und warum haben wir diese Panhard-Spähwagen mit den großen Rädern. Und da wurde immer gerätselt, kommen wir in die Türkei.